Willkommen, willkommen, willkommen. Ha, blöder Anfangstext, ich weiß. Hier sind wir wieder mit Benia Vinexia und Greybird. Ich habe den Autosave geladen, den letzten. Also, wir sind ja gerade aus der Höhle geflohen und hatten dann einen Albtraum, an dessen Ende wir halb erfroren von einer Klippe geklettert sind und dabei leider ums Leben kamen. Ja, das lief nicht so gut. Ich guck mal nach den rechten Giften. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas schön Tödliches. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist auch nicht so schlecht. Das hält nicht viel. Naja, dass die Auswahl der Gifte ist immer schwierig, schwierig. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal in die verdammte Höhle reingehe oder nicht. Das ist ja beim letzten Mal nicht so gut gelaufen. Ich guck mal, ob der Bogen noch vergiftet ist. Nein, ist er nicht. Ah, ja, ist er. Okay, da wir nun ein Gift eingesetzt haben, schleichen wir uns auch nochmal in die Höhle. Was kann schon passieren? Na, ist doch bloß eine Höhle. Kein Problem. Ah, die Framerate sieht gut aus. Das könnte. Ach nee, ich glaube, ein paar Aufnahmen kommen noch, bis ich einen neuen Prozessor reingeschraubt habe. Aber ich glaube, der Prozessor wird eh nicht so viel bringen. Oh, ich habe richtig Muffensausen. Ach, bitte. Bitte. Ich will doch endlich mal einen kleinen Erfolg haben. Quicksave. Wenigstens dort den ersten töten, das wäre cool. Ich glaube, die beiden Wölfe habe ich ja schon erwischt. Aber da unten waren ja noch irgendwelche Humanoiden. Oh. Ja, ich glaube, ich brauche wirklich Bogenskill, aber ich habe keinen Skill. Wenn das hier. Obwohl, ich werde demnächst einfach mal richtig skillen. Trainieren zu Hause. Skelett beschwören, Skelett töten, Skelett beschwören, Skelett töten. Ich sehe nichts. Ach, wie einfach das doch wäre, wenn irgendwelche roten Punkte mir anzeigen würden, wo Gegner sind. Ich sehe ja gar nichts. Überhaupt nichts. Es ist nicht gut. Ich ziehe mich mal noch ein kleines Stück zurück. Guck ich mal, ob ich da ein bisschen mehr Licht reinkriegen kann, was für Zauber ich noch habe. Ich müsste, ja, Zauber. Left Alt. Wo ist Left Alt? Funktioniert nicht, wa? Ne, habe ich irgendwas umgestellt. Na gut. Magic. Überhaupt nichts hier. Candlelight, Mage Armor. Ja, das ist nicht so hilfreich. Das sieht mich alles, aber ich nicht dadurch mehr. Dieses Mage Light wäre cool. Aber das habe ich nicht zur Hand. Ach komm schon, zeig dich mal. Hatte ja schon mal was gesehen gehabt. Ich würde jetzt hier ungern einfach irgendwie Lärm machen und Gegner anlocken, obwohl. Das hat nichts gebracht. Ah, ich habe eine Idee. Ich werde hier mal einen Störenfried beschwören. So, mal gucken, ob der ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Oh. Irgendwie nicht. Erschreckt mich nicht so. Hier vorne scheint nichts zu sein. Okay, da fliegt eine Staubflocke, ich sehe sie.
Panik hält sich nicht in Grenzen. Wieso ist hier keiner? Hier war doch einer. Da ist ein toter Wolf. Den habe ich abgeschossen. Mit einem Giftpfeil. Ich weiß doch, dass hier noch einer war. Hier war ein Humanoid drinne. Klapper, klapper. Keiner hat's gehört. Gut. Da geht's tiefer rein. Kein Stress, kein Stress. Wenn ich mit meinem Pfeil aus dem Stealth einen Gegner treffe, sollte der erledigt sein. Oh. Mage Armor. Ja, kein Stress, kein Stress. Bloß kein Stress hier. Der Bogen, den ich habe, ist ganz gut. Ja, ich speichere nochmal. Ich weiß, ich bin paranoid. Ich brauche ein bisschen Paranoidität. Aber das Licht und so, das haut hier ganz schön die Framerate rein. Ist schon krass. Nee, hier ist wieder okay. Oh ja, hier ist super. Das ist dieses komische Licht dort. Ich höre Schritte. Wenn ich hier denn jemanden finde, finde ich bestimmt gleich wieder mehrere. Es wird nicht gut enden, das sehe ich jetzt schon. Ja, Safe Spam. Ist mir egal. Boah, hast du das gesehen? Ja, leider. Oh oh. Sehe nichts. I'm on the run. And you? Fat Wolf, Fedeth, Edeth, ENF. Wie auch immer, die sieht definitiv nicht so aus, als wenn die in meiner Kragenweite liegt. Lass mal hier besser sehen. Und weiterlaufen. Wow. War das hier Richtung komischer See? Ne, weiter hier rüber. Oh, nee. Ah ja, da bin ich hochgekommen. Genau. Hier bin ich rumgekommen und da war die Höhle. Scheint mir nicht aus der Höhle raus zu verfolgen. Und ja, das ist möglich. Scheint mir nicht aus der Höhle raus zu verfolgen. Brillantes Deutsch. Äußerst brillant. Komme ich von hier? Ich will nur zurück. Zurück zum See und dann zurück in die Zivilisation. Und dann werde ich zu Hause mal trainieren. Was ist denn das hier? Noch so ein komischer Lagerplatz? Wollt ihr mich hier komplett verirren? Oh, nicht doch. Wieso sieht... Oh, ich habe die Orientierung verloren. Das ist echt nicht gut. Hier bin ich schon mal vorbeigekommen, eindeutig. Die Pilze hat schon jemand gesammelt. Lass mal auf die Mappe gucken. Ja, ich bin hier ganz dicht bei dieser Höhle. Gerne in diese Richtung gehen. Aber in welche Richtung ist das? Nein, da ist es wieder dieses Ding. Da ist die Höhle. Die Böse. Ich war doch von hier so dahin gekommen, hab gesehen, oh, da ist was und dann... Oder bin ich von unten gekommen? Von da drüben? Oh, verdammt. Ich hab mich verlaufen. Eindeutig. Ich bin nicht an der Hütte vorbeigekommen. Garantiert nicht. Ich will nicht wieder in die falsche Richtung laufen und dann, naja, ein unrühmliches Ende nehmen. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
diesem See wiedersehen würde. Da war doch nicht weit. Ich bin doch nur ein Stück da hochgelaufen irgendwo. Irgendwie. Und dann war da der See. Da ist der Troll. Das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Troll ist garantiert nicht richtig. Definitiv nicht. Also das hier sieht aus, als wenn es hier wieder ins Tiefland geht. Und Tiefland klingt gut. Das ist doch der Superberg von Skyrim. Ja, das muss die richtige Richtung sein. Bitte, bitte, bitte. Dragon's Bridge, hurra! Stehe ich hier über dem Wasserfall, ne? Irgendwie, so. Dann komme ich hier runter. Ich bin eine Elbe und ich bin noch nicht durchgefroren. Das sollte möglich sein. Ich bin zuversichtlich, wie man sieht. Ja, ganz zuversichtlich. Hier, backe mich hier schon fest. Ja. Ja. So viel zu meiner Zuversicht. Wie war das? Die CL. Zack. Ja, machen wir da aus. Danke. Ja, genau, ganz zuversichtlich. Ja. CL. Danke. Ja. Wir haben nichts gesehen und nichts mitbekommen, stimmt? Alles gut. I feel very cold. Yes, and that's why I'm going down to the next campfire. So I do not feel like put in a refrigerator. Yes, very nice. Fires. Civilization. Happy jumping. Zack. Ja, pack mal weg. So. Ach ja, Wärme. So, wir haben überlebt. Und ich glaube, ich gehe dann nach Hause und werde einfach nur stoisch trainieren. Also Skelett beschwören, Skelett töten, Skelett beschwören, Skelett töten, bisschen essen. Jo, das wird eine grandiose Folge, ihr werdet es lieben. Ach, da muss ich mich mal auch nicht konzentrieren und kann ein bisschen dummes Zeug quatschen. Das ist ja eine richtige Ausnahme, oder? Mal was ganz Besonderes, dummes Zeug. Ja, haben wir's? Ne, wir brauchen noch ein bisschen am Feuer. Cool. Sehr cool. Eigentlich mag ich das, wenn es so ruhig und friedlich ist. Bin echt nicht der Typ, der ständig die Action braucht. Strategiespiele, die einem viel Zeit geben, sind echt mein Ding. Mensch, die wärmt sich aber wirklich langsam auf. Das muss verdammt kalt sein. Ich könnte ja auch dann noch gucken, wie viel Gepäck ich habe. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Feuerholz. Aber ich glaube, ich habe keine Axt und der lässt sich die bestimmt nicht aus der Hand nehmen, oder? Okay, wir sind warm. Oh, lass mal noch ein bisschen heilen. Make yourself useful and chop up some firewood. There's a few coins in it for you. Die Coins interessieren mich jetzt nicht so sehr, aber das Firewood würde ich schon nehmen. Was haben wir hier? K2 Robbers Cove? Achso, das ist das Lager da vorne. Wie viel Gewicht habe ich? Schon ganz schön viel, aber das Tierfett brauche ich nicht wirklich. Tja, das wird nix. Naja, ich gehe nach Hause. Lass mich in Ruhe mit eurem dummen Zeug. Ist noch vormittags, oder? Nach dem Sonnenstand zu urteilen? Jo. Sehr schön. Also ich weiß, dass die Sonne eben da drüben hinter der Stadt aufgeht, in diese Richtung. Und wenn die Schatten von den komischen Brückendingern noch in die Richtung fallen, dann muss Vormittag sein. Das mag nicht das ideale Maß sein, aber das habe ich früher, als ich noch lütt war, auch so gemacht. Die Uhrzeit nach der Sonne bestimmt, so halbwegs. Als ich klein war, hatte auch noch nicht jeder eine Uhr bei sich. Wenn er allein unterwegs war, da draußen in der Welt.